So, während unser Teewasser hier kocht, haben wir nochmal den Standort hier gewechselt, hierher zu den Großsteingräbern in der Nähe vom Großen und Kleinen Schlichtenberg. Wir sind nicht erst zu Hochborn gefahren, was wir eigentlich vorhatten, weil wir mussten nochmal zurück nach Lütjenburg, weil es war wieder so ein cleveres Ding von Hermann und Liz. Wir hatten kein Feuer dabei. Aber ist das Gute, die Tankstellen haben zum Glück auf. Und jetzt können wir erstmal unser Tee schön genießen. Also hier bei den Großsteingräbern handelt es sich natürlich auch um ein archäologisches Denkmal. Hier gibt es sogenannte Langbetten, die in etwa zu datieren sind 2700 bis 2300 vor Christi. Von den Langbetten sind noch drei Stück erhalten. Eines haben wir gleich beim Eingang und dahinter schließt sich noch eines an und auf der anderen Seite befindet sich auch noch ein Langbett. Die Langbetten sind so zwischen 30 und 60 Meter lang und das größte hatte mal ungefähr 100 Großsteine für das Langbett da. Diese Großsteingrabfläche ist wirklich nicht weit vom Großen und Kleinen Schlichtenberg, weil wenn wir jetzt in diese Richtung gucken, da sieht man vielleicht noch so einen kleinen Hof und hinter dem Hof könnte man eigentlich schon den Großen und Kleinen Schlichtenberg sehen. So, ich werde mich mal langsam wieder zu Liz begeben, weil dort wartet noch mein Teechen, den ich mir jetzt erstmal genüsslich reinziehen kann, weil es ist etwas frisch, nicht ganz so frisch wie gestern, wo wir bei minus 4 Grad unterwegs waren. Heute ist es angenehm durch den Sonnenschein und wir haben nur gerade so mal am Gefrierpunkt bei 0 Grad. Die Temperatur. Aber jetzt gibt es erstmal einen Tee und dann geht es dann weiter zur Hochbore, dem slawischen Burgwall. Von unserem Pausenplatz oder Teeplatz, also den kennen wir schon mal von einer vorherigen Rastdingens, da hatten wir unsere Kochkiste mit. Das Video zu unserer Kochkiste tue ich euch oben mal mit verlinken. Und man hat von diesem Platz auch einen schönen Blick über das Land in der Nähe von Lütjenburg, also Ostholstein ist das hier, ne? Hier nochmal ein schöner Blick auf unseren kleinen Rastplatz. Da sieht man dann auch nochmal die komplette Anlage in seiner Ausdehnung von den Großsteingräbern. Wir werden natürlich nicht nur Tee trinken, auch haben wir uns noch Kuchen mitgebracht. Immer werden dann auch noch Speisen. Und Leute, immer dran denken, wenn ihr solche Plätze nutzt, nehmt bitte euren Müll mit. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Hochbore. Zumindest sind wir schon mal kurz davor.
Das leichte Problem bei der ganzen Geschichte ist, also die Hochburg kann man ganz gut erkennen auf Google Maps, weil da erkennt man auch den Ringwall ganz gut. Leider ist diese slawische Burganlage durch eine Landstraße durchbrochen und es ist nicht als archäologisches Denkmal markiert. Man sollte schon wissen, auf was man achten sollte, um sowas zu entdecken. Und man muss ab und zu mal bei so einem Hinweisschildern wie auf dem kleinen oder großen Schlichtenberg mal alle Zeilen durchlesen. Da gibt es dann Hinweise. Oder in Ausgrabungsberichten. Es gibt zum Beispiel auch für den kleinen und großen Schlichtenberg drei Ausgrabungsbände. Zwei sind davon, die Ausgrabung beschrieben haben. Und der dritte ist halt ein Kartenplan von der ganzen Anlage mit den Schnittgrabungen, die denn da durchgeführt wurden. Und in den beiden Ausgrabungsberichten kann man, wenn man möchte, auch detailliertes Wissen erfahren über den kleinen und großen Schlichtenberg. Hier sind wir jetzt im Bereich der Hochburg. Ja, das muss man schon wissen, dass sie es hier mal gegeben hat. Aber hier merkt man nur eine leichte Erhebung. Und die andere Hälfte ist genau auf der anderen Straßenseite. Die Hochburg wird zum Beispiel auch in den beiden angesprochenen Ausgrabungsberichten über den großen und kleinen Schlichtenberg erwähnt. Wie an dem Schild drüben beim großen Schlichtenberg beschrieben, ist sie datiert auf das 7. Jahrhundert, das es die da gegeben hat. Es gab aber eine Wiederbelebung im Spätmittelalter, wo denn halt der kleine und der große Schlichtenberg aufgegeben wurde. Warum es zu einer Wiederbelebung gekommen ist oder warum der große und kleine Schlichtenberg aufgegeben wurde, darüber weiß man leider nichts. Ich habe mal die Straßenseite gewechselt und hier kann man zumindest den Wall noch so ein bisschen mehr erahnen, weil er dann halt so nach rechts abfallend ist und unten, ja, zumindest in der Nähe von Oldenburg in Holstein gibt es auch noch mal einen Slawenwall, wo auch ein dazugehöriges Wallmuseum gibt. Dort kann man besser noch den Wall erkennen, weil er sehr hoch ragt in der Stadt. Übrigens auch noch mal ein Tipp für ein sehr gutes Museum, um sich mit Geschichte vollzustopfen. Aber nicht verwechseln mit dem Oldenburg in Oldenburg, sondern das Oldenburg in Holstein ist gemeint. Es liegt genau an dem Weg in Richtung Fehmarn. Und die Slawenwälle waren meistenteils nur hohe Wälle ohne einen Wassergraben darum. Man meint halt, die Besiedler, die aus dem Fränkischen Reich hochkamen in den Norden, die haben die Neuerfindung mit den Wassergräben hochgebracht. Ja, mit diesem schönen Blick in Richtung Howacht möchte ich den kleinen Geschichtsexkurs beenden. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Quatsch erzählt. Wenn, dann schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ich irgendeinen Quark erzählt habe. Wenn ihr neu seid hier auf dem Kanal, lasst doch gerne ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst von mir, drückt auch unten das kleine Glöckchen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir dafür ein Like. Und dann bleibt mir wie immer in diesen Zeiten nur noch zu sagen, passt auf euch auf, bleibt schön gesund und wir sehen uns bald wieder.